Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swaddy meldet sich zurück aus der DTM Experience zum finalen Lauf unserer ersten gemeinsamen Meisterschaftssaison. Wir haben hier in Hockenheim momentan auf dem Hockenheimring die Chance, unseren ersten Meistertitel in unserer ersten Saison direkt fix zu machen. Genau das wollte ich gerade sehen, und zwar das aktuelle Tableau. Molina mit 110 Punkten auf der 1, gefolgt von Junker Deja mit 108 Punkten. Wir sind punktgleich mit Mike Rockenfeller mit 100 Punkten. Das heißt, wir haben 10 Punkte Rückstand auf den erstplatzierten Molina, müssen also im Rennen 10 Punkte mehr holen als er und natürlich dafür sorgen, dass Rockenfeller und Junker Deja entsprechend hinter uns bleiben. Das ist das Ziel für diese Station. Und ich hoffe, dass wir das Ganze auch erreichen können. Wir haben zuletzt die KI-Trainingssitzungen hier auf dieser Strecke gesehen. 4 Rennen, wo wir zweimal als Zwölfter, einmal als Dritter und einmal als Sieger ins Ziel kamen. Also gute Voraussetzungen eigentlich, mit einer guten Leistung die erste Saison auch zu beenden. Aber wir wissen nach wie vor nicht, was diese Trainingsrennen für eine Auswirkung auf die Meisterschaftsläufe oder die KI im Meisterschaftslauf hat. Mir kommt so vor, als hätte es gar keine Auswirkung, weswegen wir für nächste Saison auch das Ganze etwas anders angehen. Allzu viel gibt es momentan noch nicht zu erzählen. Ich würde sagen, ich schaue mal ganz kurz in das Setup. Wir hatten hier in den Trainingsrennen den Heckflügel ein bisschen hochgestellt und dafür die Bremsballons ein wenig nach hinten, um das Auto beim Anbremsen ruhiger zu machen und auch beim Rausbeschleunigen etwas mehr Grip auf der Hinterachse zu haben. Wir fahren raus, gucken mal, dass wir gute Qualizeiten hinkriegen. Die Bestzeiten auf dem 4,57 Kilometer langen Kurs liegen bei einer 1,33,5, gefahren von Di Resta im Jahre 2008, und in einer 1,31,8, gefahren im Dezember hier in der DTM Experience im Leaderboard. Unsere Bestzeit aus den Proberennen lag bei einer 1,39,3. Ist also noch gut Potenzial nach oben. Ich hoffe einfach, die KI pendelt sich in etwa bei den Zeiten ein, die sie auch in den Proberennen gefahren hat. Das war 1,40 bis 1,42. Irgendwo in der Ecke wäre mir ganz lieb. Dann haben wir nämlich eine Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Saison Nummer 2 steht direkt vor der Tür. Nachdem wir hier aus Hockenheim kommen, das letzte Rennen gefahren haben, geht es dann auch ein paar Tage später weiter. Wieder in Hockenheim zum Saisonauftakt der zweiten Meisterschaftssaison, immer noch in der DTM Experience 2013, also mit dem Kalender aus 2013 und auch nach wie vor ohne Features wie Wetterwechsel, Boxenstopps, unterschiedliche Reifen, verbesserte KI. Naja, wir werden es sehen. Ich hatte mir ja vorgenommen, zum einen das Fahrerfeld aufzufüllen auf insgesamt 22 Fahrzeuge, zum anderen aber auch, dass wir eine jeweils Trainingseinheit vor das Meisterschaftsrennen setzen, also vor dem Meisterschaftslauf, und dafür diese KI-Trainingsrennen weglassen. Vielleicht haben wir dann die Chance, die KI eben innerhalb der Meisterschaft dahingehend zu trainieren, dass sie auf einem Level mit uns fährt. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das genehm ist. Ich würde mir einfach wirklich, da wir dann auch doppelte Renndistanz im Vergleich zu jetzt haben, also insgesamt natürlich die halbe Renndistanz, somit also ich schon deutlich mehr Zeit auf der Strecke bin, würde mir gerne die Zeit für diese KI-Trainingsrennen sparen, da sie ja scheinbar eh keine Auswirkung auf unsere Meisterschaftsläufe haben. Und ich würde es einfach mal versuchen, mit dem vorgeschalteten Training vor dem Qualifying direkt die KI dadurch zu beeinflussen. Schieß mich nicht ab, Molina, ich tu dir nichts, tu du mir also auch nichts. Ja, das ist so der Versuch, dann eben mit 22 Fahrzeugen, halbe Renndistanz,
also halbe Renndistanz der realen Distanz, mit Reifenabnutzung, mit allen Schäden, mit allen Flaggen und eben Training, Qualifying und dann Renndistanz. So. Ist der Plan und das Ganze wird wohl mit dem Mercedes von Gary Paffett stattfinden. So momentan das Ergebnis der Umfrage bei euch. 2 Stimmen hatten sich für den Audi von Mike Rockefeller ausgesprochen. 5 Stimmen für den Mercedes von Gary Paffett. Für den BMW hat sich leider keiner mehr stark gemacht. Also werden wir von euch gewünscht den Mercedes von Gary Paffett in der zweiten Saison fahren. Und ich bin mal gespannt, wie gut wir uns damit schlagen können. Aber erstmal bin ich gespannt, ob wir in diesem Rennen bestehen, wobei die Zeiten, die die KI hier hinlegt, mit einer 1,41 momentan noch nicht so zügig sind. Unsere erste Runde war jetzt nicht schnell, wir kamen ein bisschen mit dem Lina ins Gehege. Aber wenn wir noch eine gute draufsetzen, ich denke mal, weiter sollten wir sein. Und wenn die KI auf dem Level bleibt, dann sehe ich zumindest mal in Sachen Meisterschaft ganz gute Karten. Wobei, wenn Junker Deja vor uns ins Ziel kommt, wird es natürlich schwierig. Ich glaube, ich muss hier in der Hanadel ein bisschen später bremsen. Ja, wir werden sehen. Ich hatte schon mal erklärt, warum ich hier aus der Haarnadel im zweiten Gang rausfahre. Einfach um die Drehzahl niedrig, das Drehmoment niedrig zu halten und somit dann auch das Auto möglichst geradeaus fahren zu lassen und nicht eben mit dem Heck irgendwie ausbrechen zu lassen. Das kann man relativ gut verhindern, wenn man einfach einen Gang höher fährt, weil dann eben durch die geringe Drehzahl auch meist ein relativ geringes Drehmoment anliegt an den Hinterrädern und somit auch die Kraftübertragung auf die Strecke relativ gering ist. Man kommt dann zwar nicht so gut von der Stelle, aber man kommt immer noch besser weg, als wenn man sich um die eigene Achse dreht. Und das ist eigentlich mir bisher immer lieber gewesen, als die richtig gute Beschleunigung zu haben. Es sei denn, man ist so feinfühlig mit dem Gas, dass das Heck eh nicht umkommt, dann kann man natürlich auch einfach mal einen Gang runterschalten. Das sieht mit der Zwischenzeit ganz gut aus. 2 Sekunden vor Mike. 1,39,5 ist eine ganz gute Zeit. Ich denke, die können wir erstmal so stehen lassen und springen dann gleich mal weiter in die zweite Sitzung. Schauen wir noch kurz die Zwischenzeiten an, also die zweite. Und entweder biege ich dann direkt in die Box ab oder wir fahren die Runde noch zu Ende. Okay, das war jetzt eindeutig zu... Ja. Das war zu spät gebremst. Beim Anbremsen wurde das Auto dann auch schon leicht. Und wenn man dann mit einem leichten Auto auf dem Heck versucht Gas zu geben, kommt das Heck sofort rum. Erst das Auto wieder stabilisieren. Und dann kann man drüber nachdenken, wieder Gas zu geben. Wir verlassen die erste Trainings- oder die erste Qualifying-Einheit und hüpfen nach langer Zeit mal wieder in die zweite Einheit hinein. Und gucken, dass wir uns hier auch wieder ganz gut positionieren. Ich hätte ehrlich gesagt nicht allzu viel gegen eine Pole Position im Finalrennen. Dann haben wir zumindest eine gute Chance, ohne Feindberührung durch die erste Runde zu kommen. Und somit dann auch eine gute Chance, das Rennen halbwegs heile zu überstehen, ohne Dreher, sofern wir keine Fahrfehler fabrizieren. Wir haben ja in den letzten Rennen immer wieder mal gemerkt, dass die KI an einigen Stellen etwas aggressiv unterwegs ist, wo wir zurückhaltend fahren und die KI uns dann gerne mal irgendwo an der Heckschütze derart trifft, dass wir gegen die Fahrtrichtung stehen und dann eigentlich jedes Rennen irgendwie verloren ist.
das Video nehme ich gerade am Sonntag, den 12. auf. Das heißt, sollte in der Zwischenzeit, bis ihr das Video zu sehen bekommt, irgendetwas bei R3E oder DTM Experience passieren, dass es irgendein Update gibt, ist das hier leider noch nicht enthalten. Ich werde euch dann informieren, sobald es mir bekannt wird und ich dann eben das nächste Video aufnehme. Es wird wahrscheinlich dann sich um die R3E Carsten Tracks handeln mit dem Pagani Zonda R, um die GTR X-Klasse noch abzuschließen. Zwischendurch solltet ihr schon eine kleine Sonderfolge gesehen haben von R3E Carsten Tracks mit dem Ruf RT12R bei dem Wettbewerbsrennen auf dem der Grand Prix Strecke des Nürburgrings. Und im regelmäßigen Turnus dann eben wieder die GTR X-Klasse mit dem Pagani Zonda R wird dann irgendwann die Tage, also eigentlich übermorgen, es sei denn, mein Plan ändert sich noch kurzfristig, online gestellt. Und sollte ich bis dahin eben irgendwas erfahren haben, dann werde ich es euch natürlich mitteilen. Tut mir leid, dass ich momentan nicht tagesaktuell mit den News bin. Ich kann einfach momentan nicht ganz so, wie ich möchte, sondern auch ich habe manchmal Verpflichtungen, die ein bisschen Zeit fordern, und deswegen muss ich aufnehmen, wenn ich gerade etwas Luft habe, damit ich euch dann trotzdem noch, wie gewohnt, den Content bieten kann, und das halt in einer halbwegs vernünftigen Qualität und nicht irgendwie so überhastet dahingeschmissen. Davon hat keiner was, dann würde ich es einfach lassen, aber so, denke ich, ist das ein ganz guter Kompromiss. Ich bin dann zwar eben mit den News nicht mehr tagesaktuell, aber immerhin versuche ich hier noch gute Unterhaltung zu bieten und euch eben das Video dann online zu stellen, wenn es am besten passt. Da habe ich das Auto gerade eindeutig überbremst. Und jetzt stehe ich ungünstig gegen die Fahrtrichtung. Versuchen es mal rauszuhalten. Zum Glück haben wir noch 7 Minuten knapp, um eine schnelle Runde hinzulegen. Ja, man merkt auch, auf dem Gras beschleunigt es sich ohne Traktionskontrolle beliebig schlecht. Aber egal. Ich denke mal, in den verbleibenden 6,5 Minuten kriegen wir noch eine 5 vernünftige Runde hin, mit der wir uns einen Platz für Runde 3 des Qualifyings sichern können und am liebsten dann eben auch ins Shootout kommen unter die Top 4 und dort eine gute Runde hinlegen, die uns auf Platz 1 befördert, damit wir einen sauberen Start in das morgige Rennen haben, um dort unsere Ansprüche auf den Meistertitel geltend zu machen. Es wird auf jeden Fall spannend und ich hoffe jetzt schon, dass ihr auch morgen alle fleißig dabei seid, wenn es bei uns um das Finalrennen der ersten Meisterschaftssaison geht, um die Erlangung des potenziellen Meistertitels. Ich kann leider nicht hellsehen und euch somit nicht sagen, wie es ausgehen wird. Ich bin selber höchstgradig gespannt und würde mir natürlich wünschen, dass wir das Ziel erreichen, um so erfolgreich in eine zweite Saison dann eben mit dem Mercedes von Gary Peppett starten zu können. Momentan keine sonderlich schnelle Rundenzeit, aber ich möchte mir eigentlich momentan erstmal überhaupt eine saubere Runde sichern und nicht wieder auf einen Gegner auflaufen. Davon habe ich jetzt momentan überhaupt nichts, auch wenn wir dann vielleicht bis dahin einen Zacken schneller sind, aber nee, das war's schon wieder. Zu spät gebremst.
Aber die Runde ist erstaunlicherweise noch gültig. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich doch relativ weit in die Auslaufzone gekommen bin. Dachte ich eigentlich, das wäre wieder eine gültige Runde, so wie das hier auf dem Hockenheimring sehr gerne mal passiert, wenn man die normale Rennlinie wählt. Von daher sehr erfreut, dass es doch eine gültige Runde ist. Und vielleicht reicht es ohne Jamie Green vor der Nase sogar noch für eine gute Zeit. Die Zwischenzeit sieht nicht danach aus. Wir haben aber immerhin noch einen Schuss danach. Ah, eine 1.40.0 spült uns ganz locker auf die Spitzenposition. Da sehe ich dann wiederum auch, dass die KI aus unseren Trainingsrennen nichts mitgenommen hat. Denn dort sind wir regelmäßig 1.39.5 bis 1.40.5 gefahren. Und jetzt hängt die KI wieder bei 1.41.2 bis 1.43 in Sachen Bestzeit rum. War aber auch schon in diesen Trainingsrennen einfach komisch, dass wir plötzlich von einem Rennen aufs nächste von der Bestzeit des Siegers 1.40 auf eine 1.42 herabgesunken sind, obwohl unsere persönlichen Zeiten mit einer 1.39.5 ungefähr gleich geblieben sind. Ich weiß nach wie vor nicht, ich habe keine Idee, man hat es uns auch nicht näher erläutert, nach welchen Kriterien die KI sich das jetzt aussucht, wie sie ihre Zeiten zu werten hat. Es ist mir nach wie vor schleierhaft. Wenn man wirklich den Durchschnitt nehmen würde, dann müsste eigentlich auch eine ganz andere KI-Zeit dabei raushüpfen, wenn sie sich wirklich nach uns richtet. Aber naja, es ist, wie schon ein paar Mal erwähnt, alles noch relativ frühe Entwicklungsphase. Schnell zusammengesteckt, damit man es überhaupt herauswerfen kann für die 2013er Saison. Und wir werden einfach mal abwarten müssen, was uns hier Simbin noch Schönes beschert. Jo, eine ungültige Runde, freut mich sehr. Ich hätte eigentlich gerne eine Zwischenzeit noch irgendwo angezeigt. Nee. Egal. Wir sind momentan auf Platz 1, ich gehe zurück zur Garage, hüpfe in den Durchgang Nr. 3. Und... Ah, das freut mich schon, Wir haben momentan unter den Top 6 nicht einmal Junker Deyer, nicht Molina, nur Mike Rockenfeller, welcher ja punktgleich mit uns ist. Und somit haben wir eigentlich schon eine relativ gute Ausgangssituation für das morgige Rennen, wenn unsere... Okay, auch eine Kunst für sich, sich in der Boxengasse ordentlich wegzudrehen. Wenn also unsere Meisterschaftskonkurrenten morgen von den hinteren Rängen starten müssen. Das bringt uns deutlich nach vorne und bietet uns also deutlich mehr Chancen, ein würdiges Saisonfinale hinzulegen mit hoffentlich einem Sieg. Wir halten mal ein bisschen Abstand hinter Tomczyk. Dümpeln gemütlich über die Strecke. Ich könnte sie jetzt zwar überholen, aber dann hänge ich gleich hinter den anderen KI-Fahrern fest und das möchte ich mir eigentlich momentan sparen. Ich hätte lieber eine freie Runde, damit wir eine gute Rundenzeit hinlegen können. Und deswegen halten wir einfach mal ein bisschen Abstand. Auch wenn ich momentan sehr wahrscheinlich laut Reglement so langsam unterwegs wäre und irgendwie ein Behinderer oder ach, keine Ahnung. In der Formel 1 gibt es da ja so spinnerte Vorschriften von wegen, man muss dann mindestens im 110% oder sowas der Rundenzeit bleiben, sonst gilt es als Behinderung und dann Strafversetzung um 5 Plätze oder ähnliches. Reifenwarmfahren können wir auch mal machen, dürfte allerdings nichts bringen. Ich habe bisher noch keinerlei Reifentemperaturanzeige irgendwo in diesem Spiel entdeckt. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass man die Reifen erstmal warm fahren muss, sondern dass die eigentlich immer warm sind. Aber das ist momentan auch eine blanke Theorie meinerseits. Bei anderen Spielen wie Project Cars, wie
in Gran Turismo 6, wie ich glaube auch Forza, ja doch auch bei Forza, bei Sim Raceway, Air Factor, wie sie nicht alle heißen, hat man überall Reifentemperaturanzeigen, die einem dann auch sagen, der Reifen ist jetzt zu warm, der Reifen ist zu kalt und hat deswegen keinen Grip. Hier gibt es so etwas nicht. Ich vermute daher einfach mal, dass es dann auch keine unterschiedlichen Reifentemperaturen gibt, sondern der Reifen immer in einer optimalen Betriebstemperatur ist. Sollte der ein oder andere sich jetzt fragen, hey Swody, warum machst du eigentlich kein Let's Play zu Gran Turismo 6 oder Forza 5? Nee, kann ich nicht. Ich bin ausschließlich PC-Spieler. Ich habe keine Konsole, sprich ich habe weder eine PlayStation 3 noch eine Xbox One. Werde mir sowas auch nicht zulegen. Ich spiele einfach lieber am PC. Möchte dann hier einfach mal Geld für ausgeben, deswegen müsstet ihr in Sachen Gran Turismo oder Forza auf andere Kanäle zurückgreifen. Ich selber schaue mir auch nur Let's Plays der beiden Spiele an und kann daher so in etwa sagen, was auf dem Interface angezeigt wird, dass eben dort Reifentemperaturanzeigen vorhanden sind. Viel mehr weiß ich auch nicht. Gespielt habe ich beides selber noch natürlich nicht. Und werde wohl auch in der nächsten Zeit nicht dazu kommen, weil ich auch keinen kenne, der eines der beiden Spiele hat und mich mal mitdaddeln lassen würde. Ei, 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 ja, ist in Ordnung, habe ich verstanden. Die nächste Runde muss besser werden. Und ich muss diese letzte Kurve mal sauber kriegen, das war jetzt schon die zweite ungültige Runde deswegen. Wir hatten vor einiger Zeit mal eine Umfrage, also beziehungsweise ich hatte euch mal so grob in einem Video die Frage gestellt, würdet ihr denn gerne ein Let's Play von Test Drive Ferrari Racing Legends sehen wollen? Da kamen so zwei, drei Antworten zurück, die das Ganze begrüßen würden und dementsprechend werde ich dann an der Stelle, wo die DTM Experience mit dem KI-Training dran wäre, wohl dann ein Let's Play von Ferrari Racing Legends einbauen. So momentan die grobe Überlegung. Ich kann es euch momentan noch nicht garantieren. Ich muss mal gucken, dass ihr auch mit DTM Experience nicht zu kurz kommt, weil da gab es ja dann auch Worte oder Wortmeldungen, die sagten, wir wollen mehr DTM Experience. Ja, habe ich gehört, aber ich weiß nicht, wann ich das alles noch unterbringen kann. Soll. Deswegen muss ich mir da den Zeitplan noch ein bisschen zurechtlegen, dass wir alles in einem ordentlich vernünftigen Maße unterbringen, ihr euch nicht langweilt und wir trotzdem alles irgendwie abdecken. Ich werde trotzdem wohl in näherer Zukunft dann auch mit Ferrari Racing Legends anfangen und wenn es euch gefällt, dann werden wir das Ganze dann auch fortführen. Oh, super, eine 1:38.592. Damit sind wir mal eine lockere Sekunde schneller als im ersten Durchgang, im zweiten Durchgang und eigentlich auch als in den meisten Testrennen. War also so verkehrt nicht die Runde. Wenn wir das im Shootout jetzt auch noch hinkriegen, dann wäre das schon schwer in Ordnung. Rockenfeller leider noch in den Top 4. Leider deswegen, weil er mit uns punktgleich in der Tabelle steht. Und ich eigentlich gerne meine Chancen maximieren möchte. Das geht am besten, wenn keiner der Titelanwärter auch nur ansatzweise auf einer guten Position startet.
Das hat eh keinen Sinn. Nochmal kurz zurück zum groben Plan. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass ich mit dem Test Drive Ferrari Racing Legends anfange und wir dann nach der ersten oder zweiten Folge mal schauen, wie das denn vom Zeitplan her so passt und ob euch der Anteil von DTM Experience noch ausreicht oder ob das zu wenig ist und wir dann einfach kurzfristig entscheiden, ob wir vielleicht die Sendereihenfolge etwas verändern oder ob wir einfach häufiger DTM Experience senden. Es muss ja nicht immer dieser, naja, ich sag Wochenrhythmus sein, sondern kann ja auch einfach mal etwas anders gelegt sein, sodass wir die DTM Experience zwischendurch einstreuen. Wir werden das einfach mal gemeinsam ein bisschen proben, oder nicht proben, sondern ausprobieren, wie uns das Ganze gefällt, wie es euch gefällt von dem Sendeablauf, und dann können wir uns danach einfach richten. .39 war jetzt nicht unbedingt überragend, aber dafür eine sichere Runde, die uns auch sehr, sehr sicher mit über 2 Sekunden Vorsprung auf den ersten Startplatz bringt. Somit Top-Ausgangslage für das Rennen. Ich hoffe, ihr hattet in dieser Folge ein wenig Spaß mit dem Qualifying. Auch wenn es nicht allzu viel zu sehen gab, die KI leider zu langsam. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, dann bitte den mag ich Daumen nach oben. Und bitte morgen wieder mit dabei sein. Bitte mit anfeuern. Drückt mir die Daumen, dass wir gemeinsam unsere erste Meisterschaft als Meister beenden. 10 Punkte trennen uns von Platz 1. Molina ist dort momentan führend vor Junker Deja mit 2 Punkten Rückstand und dann Mike Rockenfeller mit uns punktgleich. Das sind die Meisterschaftskandidaten. Wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. So wie die KI momentan unterwegs ist, sehe ich da ganz gute Chancen, sofern wir uns nicht wie in Spielberg verhaspeln, einmal umdrehen und dann bei der Aufholjagd ein paar Mal umdrehen lassen. Und ich sage euch, wenn das passiert, bin ich knallhart und dann starte ich das Rennen neu. Das hatte ich bisher immer vermeiden können, bis auf bei technischen Problemen. Aber in dem Fall, wenn es um die wirklich entscheidenden Punkte für die Meisterschaft geht, würde ich auch das tun. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, den Kanal abonnieren, mich weiterempfehlen und morgen wieder dabei sein beim Rennen. Ich würde mich freuen und wir sehen uns wieder. Bis dahin, euer Spotty.